So, beide Scheider öffnen. Dann hier und hier. Ah, verdammt, zu lang gebraucht. Also wieder rüber. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Okay, wunderbar. Also, wir sind ja noch nicht tot. Also, wenn wir tot sind, können wir darüber reden, ob wir unsere Organe spenden wollen. Also, wenn wir mal tot sind. Aber wir leben ja hier noch, also von daher macht das ja wenig Sinn. So, dala. Lange dauert's nicht mehr und dann gibt's die große Feier mit Kuchen. Okay, schwer packen das. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. So, 16 von 19. Ja, wunderbar, dann sind wir bald am Ziel. Oh, bei den Dingern müssen wir ein bisschen aufpassen, weil... Bitte, lass mich runter. Fehlfunktion. Wieso? Ha, von hinten. Oh oh. Kostet zwar Hundesteuer, aber ist doch gar nicht mal so schlecht. Kritischer Fehler, ja. Wer da? Ziel verloren. Nicht. Noch jemand da? Was soll das? Ziel verloren. Ah, kannst da stehen bleiben. Schnäppchen. So, da lang. Aua! Das war richtig gut. Ich hasse dich nicht. Oh, da bin ich aber erleichtert, dass du mich nicht hast. Aber okay. Hätte mich auch hassen können. Ah, hin. Jetzt sind wir wieder richtig gut. Ziel. Wow. Verdammt, jetzt bin ich selber in der Sackgasse rein. Aua. Wo steht denn der? Aua, 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 aua! Suche. Könnten Sie bitte herkommen? Hallo? Aua, 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 aua. Aua. Runter. Suche. Das kann natürlich wehtun hier. Ah, den einen komme ich nicht ran. Also ich muss den von oben packen. Wir haben hier genug Kubusse, also von da haben wir genug Möglichkeiten zu zielen. Zielfunktion.
du Suche? Wenn ich dich gut treffe? Na, geht natürlich nicht. Warum? Könnte klappen. Versuch mal mit dem Kubus zu treffen. Nein, da ist keiner. Ich bin dir nicht böse. Ja, das freut mich ja, dass du mir nicht böse bist. So, dala. Level geschafft, würde ich sagen. Aua. Doch zu früh gefreut. Ah, das ist zu. Runter. Darfst doch runter. Oh. Wieso? Darum. Hey. Aua, 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 aua. Ich verzeihe dir. Freut mich, ja. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Ah, geht da mal Handy auch hin, wenn es mal nichts mehr nützt, dieses Android-Handy, was ich habe. In die Androidenhölle. Die Roboterhölle kenne ich ja aus Futurama. Aber die Androidenhölle, die ist mir neu irgendwie. Na, ja, man lernt ja nie aus. Man lernt ja immer wieder was dazu. Hallo? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Oh, mit Herzchen sogar. Gibt's da nichts Neues zu beachten? Okay. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Oh, wie schön. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Wollte sie gerade sagen? Sie wollte gerade sagen, dass er nicht sprechen kann. Ihr merkt ja, ich habe hier ein Portal geöffnet, um die Kugel zu benutzen. Die wir natürlich brauchen hier, um das Ding hier zu aktivieren. Okay, ich habe auch das richtige Portal gedrückt. So, jetzt müssen wir mal da runter schauen. Der Begleiterkugel. Dich müssen wir jetzt da oben abstellen. Das eine Tor offen ist. Na, das ist ja in Deutsch. Das ein Tor offen ist. So ausgedrückt. Jetzt müssen wir wieder hier hoch. Müssen wir warten, bis das Ding hier schießt. Und wir müssen auch aufpassen, dass er mich nicht trifft. Na, schießt du mal? Thank you.
Oder habe ich den Falschen erwischt jetzt gerade? Ich glaube, ich habe gerade den Falschen erwischt. Okay, dann haben wir den Falschen erwischt. Dann müssen wir den... Und wieder zurücklaufen, da haben wir den Falschen erwischt. Kann passieren. So, jetzt wieder runter. Wow. Hey, schieß doch mal. Nein! Aua! Das passiert natürlich, wenn wir von so einem Ding getroffen werden. Ich dachte, das reicht. Mist, jetzt haben wir wieder den Falschen. Ja, falsch abgespeiert. Eieiei. Müssen wir nochmal zurücklaufen. Naja, das passiert halt auch mal. Komm vor. Aber ich muss das so machen, weil den Begleiterkubus können wir da zwar unten hinstellen, aber leider können wir uns nicht da drauf stellen. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir warten, bis das Ding vorbei ist. Jetzt. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Nee, verrückt wäre ich eigentlich noch nicht. So, jetzt müssen wir... Ups. Boah, gefährlich die Geschichte hier. Verdammt. Aua! Wieder nicht aufgepasst. Der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Jawohl, das werden wir machen. Gefährliche Geschichte. Jetzt aber. Wunderbar, damit hätten wir alles gemacht hier unten. Dann müssen wir hier hoch. Und müssen da rüber springen. Ah! Schade, dass ich mit dem Kubus nicht darüber springen kann. Doch, jetzt geht's. So, lala. Geschafft. Der gewichtete Begleiterkubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiterkubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Okay, das ist das Ding hier. Finde ich irgendwie schade, dass wir den jetzt kaputt machen müssen, weil der hat mir so gut geholfen. Aber okay, wenn es nicht anders möglich ist, was soll man machen? Tschüss! Sie haben Ihren treuen Begleiterkubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch! War ja kein Problem, war ja nur ein Kubus. War ja nur ein Gegenstand, also kein Problem eigentlich. Aber der fehlt mir schon ein bisschen, muss ich sagen. Naja, macht nichts. Weiter geht's. Nächstes Level. Ich glaube, wir sind bald am Ziel. Wir sind bald am Ziel. Bald gibt's Kuchen. Das
Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken und dann gibt's Kuchen, okay. Das heißt ja... Moment mal. Wollt ihr mich backen, oder wie? Wie wollt ihr das machen? So, jetzt denke ich mal, müssen wir hier hoch. Mist. Oh, da kann man rein. Aber hier gibt es irgendwie nichts Interessantes. Da kann man hochlaufen. Außer ein Radio mit der... Oh, da ist eine Tür. Schade, die kann man nicht aufmachen. Die hat keinen Griff mehr. Okay, dann gibt es hier nichts Interessantes. Außer dieses Radio, wo diese Musiklied wieder spielt. Das wir ja die ganze Zeit schon kennen. So, dann müssen wir doch da weiter. Doof. Also hier kann man nichts machen. Oh, das wird aber ein gefährlicher Sprung, weil, wie gesagt, da unten ist ja Säure. Nicht so tolle. Wow! Knappe Geschichte. So, jetzt müssen wir da hoch, denke ich mal. Und wir können natürlich hier wieder... Doch, wir können hier. Cool. Boah, hier müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt sind wir darüber, das geht ja dann ziemlich leicht, weil wir ja hier auch ein Portal öffnen können. Einfach Mut haben, runterspringen und rüber. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Müssen wir aufmachen, okay. Ah, da drüben ist unser Kubus, den wir brauchen. Also müssen wir erstmal diese Viecher loswerden, denke ich mal. Müsste eigentlich klappen so. Oh, da habe ich einen kleinen Bug gerade gehabt. Ja, bei den alten Spielen kann es schon ab und zu mal vorkommen. Oh, das haben wir aber nicht gescheit getroffen. Vielleicht jetzt. Jawoll! Wieder einer weniger. So können wir es vielleicht hinhauen. Jawohl. Jetzt haben wir nur noch einen. Und dann müsste jetzt auch erledigt sein. Dann können wir uns in Ruhe mal umdrehen.